Hashtag Subreplik. Hallo zu unserem neuen Vlog. In den letzten Tagen war wieder einiges los. Am Montag fanden Ausschusssitzungen statt, in denen Entwürfe und Standorte für einen neuen möglichen Neubau der Kita in Melbach präsentiert wurden. Im Vorfeld wurden mehrere Standorte untersucht. Die engere Wahl im präsentierten Vorschlag fiel aber auf einen Standort an der Kirche im Ortskern. An den anderen Standorten würden höhere Kosten für Erschließung, Bauleitplanung und so weiter anfallen. Durch das angrenzende DGH kann auf einen extra Turnraum und teure Parkplätze verzichtet werden. Der Kindergarten wird dadurch auch im Herzen von Melbach erhalten bleiben. Heute Abend steht das Thema erneut auf der Tagesordnung der Sitzung der Gemeindevertretung. Vor einiger Zeit haben wir in allen Ortsteilen neue Liegebänke aufgestellt, die sehr gut angenommen werden. Daher sollen nun weitere folgen. Mit der Montage der ersten Bank wurde nun im Feld oberhalb von Södel begonnen. Ein weitaus größeres Bauprojekt schreitet im Ortskern voran. Vergangene Woche fand das Richtfest des Ärztehauses in Södel statt. Neben Architekten, Planern, Handwerkern und dem Team der Verwaltung waren auch Frau Dr. Ferre-Schagina mit ihrem Team und ihr Vorgänger Dr. Schneider gekommen, um sich vom Baufortschritt zu überzeugen. Schon im März sollen die Räume bezugsfertig sein. Dann stehen im Untergeschoss Räume für eine Arztpraxis und im Obergeschoss Wohnungen zur Verfügung. In der Wetterauhalle wird derzeit die Bühnentechnik erneuert. Die Vorhänge wurden bereits ausgetauscht und eine große Leinwand wird installiert. Auf der Bühne selbst werden die Kulissenzüge erneuert und ausgebaut. Ich habe mich mit unserem Objektbetreuern Stefan Schennach und Markus Marx vor Ort überzeugt. Die Singberg-Schule führt seit einigen Jahren einen Schüleraustausch mit unserer slowakischen Partnerstadt Rabča durch. Die Schülerinnen und Schüler waren vor einigen Wochen in der Slowakei zu Gast und nun stand der Gegenbesuch an. Es wurde gemeinsam der Unterricht besucht, aber es standen auch viele Freizeitaktivitäten an. Zum Abschluss konnte ich ein kleines Geschenk der Gemeinde für die Schüler übergeben. Am Wochenende fand das Herbstsportfest der TG Melbach auf dem Singberg statt. Das Fest richtet sich an die 6- bis 9-jährigen Sportler und insgesamt nahmen 16 Teams aus der Wetterau und Umgebung teil. Das Basketballteam Mel Buckets der TG Melbach ist in die A-Klasse aufgestiegen. Am Sonntag fand das erste Heimspiel gegen die TSG Wisseck in der Singberghalle statt. Die Mel Buckets gewannen sehr deutlich mit 86 zu 38. Am Wochenende fand ebenfalls das Weinfest des Berstädter Gesangsvereins auf dem Tanzhof statt. Während des Tages sangen verschiedene Chöre und später ließ man den Abend bei Live-Musik und guten Weinen ausklingen. In den nächsten Tagen und Wochen stehen einige Veranstaltungen an. An diesem Wochenende hat die Jugendfeuerwehr wieder ihren 24-Stunden-Tag. Am Dienstag findet Kultur on Tour von Bunt Erleben in der Marktscheune statt. Am Wochenende darauf findet das Kartoffelfest in Wohnbach statt. Wegen des Kartoffelfestes wurde das Wahllokal in Wohnbach in die Räume der Kegelbahn verlegt. Eine Woche später finden die Kirmesveranstaltungen in Berstadt und Melbach statt. Und am 7. Oktober feiert die Wölversheimer Feuerwehr Oktoberfest im Gerätehaus. Details zu diesen und vielen weiteren Veranstaltungen findet ihr im Veranstaltungskalender auf unserer Homepage und in der App. Wir hatten an dieser Stelle auch über das Apfelfest berichtet. Im Rahmen des Apfelfestes wurden wir als Streuobstkommune ausgezeichnet. Heute sind wir in meiner Heimatgemeinde Wölversheim, um Wölversheim als Streuobstkommune 2023 auszuzeichnen. Wölversheim hat sich das verdient durch ein jahrelanges Engagement. Die Gemeinde zusammen mit vielen Ehrenamtlichen kümmern sich hier darum, dass die etwa 2600 Streuobstbäume, die es in der Gemeinde gibt, erhalten, geschützt und gepflegt bleiben. Zusätzlich zu dem Titel hat die Gemeinde Wölversheim natürlich auch was bekommen. Und zwar zum einen eine Urkunde, eine Plakette und eine von einem regionalen Künstler gestaltete Trophäe als Streuobstkommune. Und mit dem Gepäck hatte ich auch noch zwei Gutscheine. Zum einen, dass die mobile Kälteanlage nochmal herkommt im kommenden Jahr. Das ist eine Anlage, die wir gemeinsam mit dem Mein-Äppel-Haus in Frankfurt betreiben, wo jeder seine Äpfel hinbringen kann und dann seinen direkten Saft bekommt. Und der Streuobstpapst Josef Weimer kommt für eine Fortbildung hier nach Wölversheim. Die Streuobstakteure können sich das Thema frei wählen, dann kommt er hierher und ich garantiere, das wird eine interessante und sehr, sehr gute Fortbildung werden. Die Gemeinde Wölversheim hat seit vielen Jahren unwahrscheinlich viele Projekte im Bereich der Streuobstwiesen auf die Beine gestellt.
Wir haben einen eigenen Sortengarten angelegt mit alten Obstbäumen, damit die nicht aussterben. Wir haben eine Kartierung mit Werner Nussbaum zusammen durchgeführt und dabei festgestellt, dass wir über 2600 Streuobstbäume bei uns in unserer Gemeinde haben. Wir haben das Thema gesunde Ernährung in den Kitas aufgegriffen und deswegen findet heute auch unser Apfelfest hier statt. Alle Kindergartenkinder haben Äpfel eingesammelt, die werden gerade gekeltert von der mobilen Kälterei von Lorberg. Und anschließend trinken unsere Kita-Kinder in unseren Einrichtungen jeden Tag frisch gepressten Apfelsaft. Das sind nur einige Beispiele für das, was wir in Wölfersheim bis jetzt auf die Beine gestellt haben. Und darauf sind wir auch sehr stolz. Und das war's schon wieder für diese Woche. Vergesst wie immer den Daumen nach oben nicht, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um zukünftig kein Video mehr zu verpassen. Tschüss, macht's gut.